ist genau 23 Uhr unserer Zeit hier heute bei Naruto vs. Take. Für euch ist es jetzt vielleicht eine andere Zeit, denn wir sind natürlich hier heute auf YouTube mit am Start mit der insgesamt 6. Ausgabe der Naruto vs. Take Staffel 2 und steht 3-2 für diesen bekloppten Typen. Und heute werden wir einen ganz besonderen Schmanker auspacken. Es macht unfassbar viel Spaß, aber wir sind richtig scheiße. Heute ist angesagt, Tontauben schießen. Hier, ich präsentiere die Tontaube. Und ja, im Tontaubenschießen war ich leider immer ganz schlecht. Deswegen wird vermutlich viel daneben gehen. Aber ich hoffe, dass ich am Ende des Tages trotzdem 16-0 gemacht habe. Wir werden Counter-Strike 1.6 spielen. Das Spiel ist offen und wir wollen uns heute richtig mal die Rüben wegballern. Genau, das machen wir auf Buzzkill, also Aim-Map, anstatt One-on-One auf einer normalen Map. Wie zum Beispiel der guten alten Dust oder Dust 2. Ja, so Another One aus. Bites the Dust heute. Und ja, ich hoffe, du bist es. Ja, mal gucken, wer es sein wird. Ich werde mich jetzt erstmal zurückhalten, weil der Mann spielt immer noch CSGO aktiv. Gestern angebe ich den ganzen Tag. Heute haben wir erst erfahren, welches Spiel wir spielen. Er trainiert gestern unbewusst, zumindest sein Aiming schon mal ein wenig, auch wenn es ein anderes Spiel ist. Es ist ja immer noch so ähnlich. Er behauptet natürlich, dass das rein gar nichts damit zu tun hat. Weil es gibt überhaupt gar keine Verbindung zu CS und CSGO. Aber ja, werden wir letztendlich sehen. Ich habe es früher auch auf jeden Fall ein bisschen gespielt. 1.5 habe ich, glaube ich, gespielt. Also schon ewig her, 12 Jahre oder so. Wir sollten noch für die Leute sagen, ich weiß nicht, ob der Marius das dann später anders macht, aber wir hören den Sound von beiden. Ja. Sprich, wir können den Gegner nicht quasi, also wir können den hören, aber es sagt nicht viel aus. So sieht's aus. So, 3, 2, 1, go. Geht los! Direkt es serious wird. Oh, das ist gefährlich jetzt hier. Das ist dir aufgefallen, ja? Ja, ja, klar, dir aber auch. Ey, komme ich hier von irgendwo nochmal runter? Ja, springen. Nee, außer springen? Das ist echt eine scheiß Position, die ich jetzt hier habe. Du kannst überall hin und ich nicht. Mich fast gefallen. Junge! Hörst du auf, rüber zu gucken? Ich hab nichts gesehen, keine Sorge. Ah! Da! Siehst du, ich wusste nicht, wo du bist. Scheiße! Da ist der erste Kill! Ey, da nach oben springen war nicht so klug in dem Moment. Aber das ist sau serious, das Spiel hier. Hier wird nicht rumge. Was war das? Was war das denn für ein Brett? Nicht anders willst, Junge. Da muss hier mal ernst gespielt werden, Freunde. Alter, ich krieg die Waffe nicht. Boah! Junge. Junge. Ey, ich wollte erst den Schein einfach noch drauf machen, Junge. Ging nicht. Was ist denn hier mit dem Aim los, Freunde? Ist echt verwirrend, wenn man mehrere Sounds hört. Ja, ich sag ja, das ist halt. Also für beide der Todesnachteil. Weil ein guter Spieler könnte halt unter Umständen was hören. Wo ist denn Schleichen? Auf Schiff. Wie soll ich das denn als Linkshänder hinkriegen? Gibt doch auch auf der anderen Seite Shift. Zakalaka!
CS macht richtig Spaß. Und er, vor allem, wenn ich den Popo in die Fresse schießen kann. Einfach geil. Geil ist, er sagt, nie CS gespielt, Junge, nur Headshots bis jetzt. Kein einziger Frag so, nur Header. Ist das dein Ernst? Junge, ich hab durchgebratzt. Nein, wie kann man hier Waffen? Ah. Es gibt auch Granaten hier, ne? Ja, aber die nehmen wir nicht, oder? Warum nicht? Bats! Wieder nur ein Headshot, Junge. Der gute alte Popo, Junge. LOL! Junge! Headshot Monster! Ja, man muss ja sagen, hier ist das. Also, Headshot ist hier ein bisschen einfacher, weil wir keinen Kevlar und Helm haben. Ja, das stimmt. Oh nein! Fuck it! Oder ist er low, glaube ich. Aber du verteilst ja eh direkt Insta-Header. Junge, ich werde die nächsten Tage nur noch Counter-Strike spielen. Warum? Was? Ich habe gesagt, so. Also. Mein Freund. Jetzt habe ich auch die M4, mein Freund. Muni! Nein! Da muss man sich richtig konzentrieren, ne? Ist halt kein Spiel für Pussys, ne? Was habe ich hier gemacht? Die Anspannung, Junge. Das ist gigantisch, oder? Und beide lachen du gleich, Moment. Anspannung vorbei! Ah. Go, go, go.
verloren. Junge, Junge, Junge. Ey, wir sollten wieder ein 5-on-5-Team aufmachen. Jake TV rules them all. Shit! Nein! 13 AP! Das lief schlecht. Boah, ich hatte dich mit dem Rücken zu mir. Das ist halt peinlich, ey. Das muss halt ein sicherer Kill sein. Ja, kann. Ich hatte dich halt wirklich. Leute. Boom! Mann, du bist aber mutig, dass du da einfach so ranläufst, ey. Hätte ich nicht mehr gerechnet. Was ist mit noch kein. Was ist mit dir los? Hast du gedacht, ich verstecke mich feige, oder was? Taktisch klüger. Ja, Junge, Taktik, Hudo. Taktisch spiele ich im 5-on-5. You think this is a motherfucking game? Ich drücke mal so eine komische Taste da unten. Ich hoffe, bei den Viewern kommt die Tension an, sonst wird das nämlich echt langweilig. Alter, da trifft er mich. Jetzt wird's gefährlich. Nein! 23 AP hat er nur noch gehabt! Boah, das war intensiv. Intensiv? Oh nein! Ja. Pure Gewalt! Einfach gebrannt! Richtig nicht. Das ist voll scheiße, ich höre halt die Steps und denke, du bist in der Nähe. Dabei bist du irgendwo am Arsch der Welt. Oh, LOL! Oh, Junge! Oh. Herzinfarkt! Geht nix rein! Wie steht's eigentlich? 11-6. Das steht oben. Bei mir nicht. Was? Dir auch nicht, oder? Ja, weil man tot ist.
Boah, ich hab dich aber nochmal getroffen, ordentlich, ey. Okay, dann mal los. Ich will nicht trollen, sonst würde ich die Waffe. Nein! Oh, lol. Verarscht. 12-7. Bis was? Spielen wir an 15? Nee, 16. Okay. Also MR30. Nein. Nein, da falle ich da wirklich runter aus der Scheiße. Du hast ja nichts mehr. Oh. Hab ich getroffen? Oh nein. Ah, du weißt ja, wir haben schon mal einen Shooter gespielt, ne? Und da kam dann ganz knapp das Comeback. LOL? Ah! Von wo? Ja, ich kam hinter dir. Du bist da einmal kurz zu sehen gewesen und hab dich nass gemacht. Alter. Es ist krass, eigentlich so eine kleine Map, dass man sie so lange nicht sehen kann. Oh, 4 HP, Junge, 4 HP! Lol. 2 Punkte, Junge, es läuft. Aber Konzentration muss oben bleiben. Nein! Oh! Ich hab dich echt ordentlich getroffen, ey. Bah, da hab ich gut den Kopf weggeballert. Oh, 6 gegen 1 muss ich. 6-1 muss ich jetzt spielen. Nee, du musst 6-0 spielen. Hä? Hey! Ja, die. Weiß ich. Ist ja egal, ne? Ja. Hast du ein Time-Over oder was? Nee, weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht hast du auch Punkte eingestellt. 10 Punkte oder so. Map-Change. Ohne faire Map. Go, go! Wir müssen das hier wieder zurück einstellen. Ja, mach einfach neu auf. Verbindung trennen. Neues Spiel. Der Marius hilft mir. Ich hab keine Ahnung. Pascal, Start. Läuft! Ja, ja, 15 zu 10. Ja, ja, das werden wir nicht vergessen. Mach dir da mal keine Sorgen. Okay. Ah, okay. Gibt's da dreimal Reset Round oder so? Nee.
Du willst mir immer noch erzählen, dass Go ein Vorteil ist? Klar. Es aimt einfach komplett anders. Ach, bitte immer diese Ausreden. LOL! Nein! Ah! Willst du mir etwa sagen, dass ein CS-Profi niemals in CSGO ein bisschen besser wäre als jemand, der es noch nie gespielt hat? Ja, aber vielleicht andersrum. Aha. Aber Go ist anders als CS. Komplett. Also CS 1.6. Ich kann das jetzt schlecht erklären, aber... Es ist halt einfach so. Es sprayt komplett anders. Das Aim ist anders. Ich treffe ja nix. Oh, fuck it. Ei, getroffen? Pff, ein Headshot, Junge. Aber einen ordentlichen. Ah, diese Ecke wäre so schön gewesen, wenn du da lang gelaufen wärst, ne? Ja. So, 4 fehlen noch. Das Comeback kann noch real sein. 15-12 steht's, ne? Jo. Schreck mich doch nicht so. So kommst du ja nicht hoch. Das sieht nicht gut aus. Ey, muss nachladen. Ja! Ungewollt im Headshot gelandet! Pah, Junge! GG. 3-3 steht's, ne? Hä? Ja, jetzt steht's 3-3. Ja, Junge, Comeback Time, Felgino! So, jetzt wo du gewonnen hast, glaubst du immer noch, dass es so ein krasser Vorteil ist. Ach komm, komm. Es macht halt keinen riesen Unterschied. Wir können die Community fragen, meint ihr, wenn ihr schon mal CS gespielt habt, habt ihr bei einem fortlaufenden Spiel von CS, also von Valve, einen Vorteil oder nicht? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Silvanus ist nämlich aktivster CSGO-Spieler hier also bei uns im Unternehmen. Gestern hat er 8 Stunden gespielt. 20 Games habe ich gemacht. Gestern hast du gesagt, du hast den ganzen Tag trainiert. Ja, das sind 4 Games. Wie viele Stunden? 4 Games. Den ganzen Tag? Der Tag hat so 8, 10, 12 Stunden. Ich habe nicht gesagt Stunden. Den ganzen Tag. Ach, du hast gesagt den ganzen Tag. Ist ja auch egal. Der Gewinner steht fest. Ja! Nein, ist okay. Aber es ist so geil, wenn er verloren hat, ist der richtig mad. Naja, ist halt einfach lächerlich. Vorhin hat der Roman ihm auch gesagt, das ist doch richtig lächerlich. Der Roman sagt, du gewinnst locker, weil der Roman abgezogen worden ist von ihm. Also sagen wir mal, erster Punkt. Wir haben beide Sound. Also wenn ich dich steppen höre, du rennst die ganze Zeit halt rum. Ja, okay. Aber im 1-on-1 haben wir uns fast immer gesehen, bis auf 2-3 Mal. Und im Aim hast du verloren. Das. Aber du scheinst es nicht zu verstehen. Ich sag nur, das Aiming lag in meinem linken Arm. Das Ding ist, du würdest mich gar nicht sehen, wenn du die ganze Zeit steppst. Ja, ja, klar. Aber wenn wir uns sehen würden, zum Beispiel hätten wir Atze 1-on-1 Tour Only gespielt. Hätten wir uns immer gesehen. Ja, aber niemand spielt Aztec 1-on-1 Tour Only. Wurde früher in alten Zeiten, als ich noch jung war, so gespielt. Ach, auf einmal hast du doch gespielt. Ja, ich habe gesagt, dass ich 1-5 oder sowas gespielt habe. Das ist Aztec gewesen damals. Zumindest kann ich mich da noch erinnern. Und Dust 1. Wie gesagt, wenn du dir so sicher bist, können wir ja gerne mal ein normales 1-on-1 noch machen. Was ist denn jetzt ein normales? Entweder machen wir das mit eigenem Sound. Eigener Sound oder ein 1-on-1 auf einer normalen Map. Hä? Ach so meinst du, 1-on-1 auf einer normalen Map. Aber dann hat man ja immer noch den Sound von beiden. Ja, das müsste korrigiert werden, sag ich ja. Oder auf der Aim-Map mit deinem eigenen Sound. Halten wir es fest. Heute habe ich dir schön rektal was rausgezogen und es tat richtig weh. Danke dafür. Ja, das war Naruto vs. Take. Aber nächstes Spiel weiß ich schon, das ist Brood War. Was? Hat er gesagt. Er ist richtig mad. Er ist richtig mad. Nämlich sein Lieblingsspiel, was er natürlich jahrelang gespielt hat, möchte er jetzt kriegen, damit er eine Chance hat. Weil er sieht, dass sie gerade den Bach runtergeht. Ah ja. Bah, Jungs. Episode 7 wird auch wieder ein Knüller. Ich bin gespannt, was da auf euch zukommt. YouTube.com/TakeTV. Endlich haben wir ihn mal wieder hier schön. In diesem Sinne, checkt unseren Channel aus. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr noch mehr von dieser mad-Version bekommen könnt. Ja, ich freue mich. Wir sehen uns bald wieder. Peace.